herzlich willkommen zurück auf jeden Fall. Das nochmal vielen, vielen Dank an die liebe Steffi und an Julia, die mir hier gerade geholfen haben. Jetzt gleich geht's los und weiter mit Cornelia Funke. Sie ist, wie eben angekündigt, heute der erste Gast. Ich nehme euch mal ganz kurz, bevor es losgeht, noch mit hinter zu unserem Bücherregal. Und zwar, wir haben eben ja schon angekündigt, wir haben ja einmal den Drachenreiter. Vielleicht habt ihr den früher auch schon mal gelesen. Ich kann sonst auch gleich nochmal, jetzt sieht man ihn ganz gut, genau. Das war so eins meiner ersten Kinderbücher. Und neu geschrieben hat Cornelia ein ganz besonderes Buch. Und zwar den dritten Drachenreiter. Und zwar Der Fluch der Aurelia. Der ist jetzt draußen und wir werden sie heute auch so ein bisschen befragen, wie es kam, dass sie nach all dieser Zeit, vielleicht nehme ich ihn auch einfach gerade mal mit noch nach vorne, wie sie nach all der Zeit einen weiteren Roman geschrieben hat, der eben diese Drachenreiter wieder aufgreift. Und Cornelia Funke, ich denke, ihr kennt sie alle, ihr habt ja eben schon genannt, dass ihr euch sehr freut. Sie hat über 70 Bücher mittlerweile schon geschrieben. Die wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt. Julia hat eben schon gesagt, dass sie die Verfilmung gesehen hat von Die wilden Hühner. Die Bücher wurden nämlich auch verfilmt. Und der Erfolg bricht quasi nicht ab. Und ihr kennt sicher auch Tintenwelt. Es gibt etliche Bücher, die ich euch jetzt hier nennen könnte und mit denen sie auch eigentlich regelmäßig auf den Bestsellerlisten landet. Und darüber werden wir uns heute mit ihr unterhalten. Und ihr Berufsleben begann in Hamburg. Ich muss ein bisschen spicken. Ich habe nämlich erst ein bisschen später von ihr mitbekommen. Und da ist sie schon nach Amerika gegangen und hat einen Verlag gegründet. Das wisst ihr alle sicher auch. Und dort hat sie 15 Jahre gelebt. Und zwar war sie in Malibu, bevor sie dann jetzt wieder zurück nach Europa kam. Mittlerweile lebt sie in Italien, Volterra, um genau zu sein, und schreibt dort ihre Geschichten. Was sehr, sehr spannend ist, weil mein Lieblingsbuch von ihr, Der Herr der Diebe, auch in Italien spielt. Dazu werde ich sie nachher auch noch befragen. Und sie ist Diplompädagogin, hat dann ein Grafikstudium gemacht, war dann freischaffende Kinderbuchillustratorin. Also sie hat eine Menge erlebt. Und zum Schreiben kam sie meines Wissens, weil sie beschlossen hat, dass sie fast noch ein bisschen besser schreiben kann als die Bücher, die sie da so illustriert. Auch dazu werden wir sie befragen. Und was ich sehr, sehr spannend finde, jetzt in Italien hat sie eine Olivenfarm. Und ich weiß, dass sie auch mal eine Art Avocado-Farm hatte in Amerika. Und sie hat dann in ihr Haus quasi freischaffende Künstler geholt. Das waren jetzt nicht nur Schreibende, das waren Musizierende, es waren Illustratoren. Und die können quasi eine Zeit lang dort bei ihr wohnen und sich komplett auf ihre Kunst konzentrieren. Und das Ganze macht sie jetzt eben in Italien auch. Da werden wir uns auch mit ihr drüber unterhalten. Und da erzählt sie uns gleich ganz, ganz viel von. Und es ist eine wahnsinnige Ehre, einen meiner Kindheitshelden begrüßen zu dürfen. Deswegen würde ich jetzt Cornelia Funke nicht auf die Bühne bitten, aber zumindest digital hinzuschalten. Da ist sie auch schon. Ich setze mich mal noch kurz hin. Hallo Cornelia. Hallo, hallo. Hallo, ich kann dich hören. Perfekt. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Erstmal, es ist eine wahnsinnige Ehre, dass ich dich quasi heute live sehen darf. Du hast meine Kindheit sehr begleitet und geprägt. Ich habe deine Bücher gelesen und dann mittlerweile auch selbst geschrieben. Es hat mich also von frühester Kindheit, als meine Mama mir noch vorgelesen hat, sehr begeistert. Also, Dankeschön erstmal. Ich sag jetzt was. Ich hoffe immer, dass ihr mir das glaubt. Das ist für mich genauso eine Ehre, sowas von dir zu hören, wie dir das vielleicht eine Ehre ist, mich zu treffen. Ich glaube, das wirst du später sehen, wenn du das mit deinen Büchern erlebst, zu wissen, dass da jemand seine Zeit damit verbracht hat, deine Geschichte zu lesen und mit dir zu reisen, im Grunde. Das ist einfach so eine Ehre und so aufregend. Das nutzt sich auch nie ab. Also bedanke ich mich bei dir ganz genauso dafür, wie du vielleicht dich darüber freust, mich zu. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe gerade ja schon angekündigt, du hast jetzt, ich glaube, 15 Jahre lang in Amerika gewohnt und bist jetzt zurück nach Europa gezogen, nach Italien. Was hat das bewegt und wie geht es dir da jetzt gerade? War es schwer, so einen Umzug jetzt zu meistern? Ist erstmal natürlich immer schwer, aber ich kann nur jedem empfehlen, das zu machen, weil ich finde immer, dass man durch nichts mehr lernt, als dadurch, dass man sich in ein anderes Abenteuer wirft und in einer anderen Kultur lebt, wo einem nichts vertraut ist, wo man die ersten Tage denkt, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Was ist denn das hier? Das ist ja alles ganz fremd, das kann ich ja gar nicht. Es gibt eigentlich nichts Besseres, um über sich selber zu lernen, was man kann, was man nicht kann und vielleicht nochmal lernen sollte, was man in Frage stellen sollte über das, was man ist. Und als Geschichtenerzählerin kannst du dir natürlich nichts Besseres wünschen, als dass denn ein Ort dich einfach neu erfindet. Ich sehe das auch nicht so, dass ich zurückgegangen bin. Zurückgehen finde ich eigentlich nicht so gut. Ich gehe eigentlich immer lieber voran
Und ich habe jetzt so eine Runde gedreht und nach Kalifornien und bin ganz viel in der Welt herumgereist. Und jetzt bin ich eigentlich in dem Land gerade gelandet, wo ich zuletzt mit meinem Mann und meiner Tochter war, als die laufen lernte. Also, mein Gott, Anna ist 30, wo ich Italienisch gelernt habe. Das war einer der Gründe, nach Italien zu gehen, weil ich halt Italienisch kann. Und natürlich, die meine Bücher kennen, ihr werdet euch ja nicht wundern, meine Helden landen ja dauernd in Italien. Also war das wahrscheinlich von vorbestimmt, ohne dass ich das wusste. Dass hier viele fragen mich jetzt, so war, ist das jetzt aber da, wo du bleibst? Was weiß ich denn? Also ich bin jetzt gespannt, was kommt als nächstes. Mhm. Ich muss sagen, ich bin jetzt nach 9 Wochen hier schon so verliebt in diesen Ort und in diese kleine Stadt, die mal eine ganz große Stadt war, Volterra. Und bisher höre ich von all meinen Künstlern, da waren schon ganz, ganz viele hier, dass die das hier sogar noch ein bisschen mehr lieben als Malibu. Das war fast schwer, das zu hören, weil ich Malibu natürlich auch immer noch sehr liebe. Aber gleichzeitig ist es auch unglaublich aufregend, das zu hören. Denn es scheint zu klappen, dass das hier eigentlich vom Ort her für mein Projekt, junge Illustratoren, Schriftsteller und Musiker einzuladen, sogar noch besser funktioniert als Kalifornien. Total schön. Du hast gerade so viel kluge Dinge gesagt. Zum einen, dass du dich ja nicht zurückbewegt hast, sondern weiter bewegt hast. Das finde ich total schön, die Einstellung. Und du hast ja auch gemeint, dass es dich sehr inspiriert und dass du dir sehr, sehr viel Kunstschaffende zu dir holst. Was berichten die denn? Wie inspirierend ist das für die? Ja, also das ist für mich das Aufregendste, was ich inzwischen im Leben mache. Dieses Austauschprogramm mit jungen Künstlern. Das heißt, ich lade die aus aller Welt zu mir ein. Es sind nie mehr als 4 Gäste, wobei wir das jetzt schon ändern, weil so viele wiederkommen wollen. Ich habe gerade noch eine Wohnung in Volterra gemietet, damit wir mehr Gäste haben können. Ich habe selber 4 Quartiere bei mir im Haus und eine große Werkstatt für die Illustratoren und die Maler, ein Soundstudio und sehr professionelles inzwischen für Musiker und irgendwann hoffentlich auch ein kleines Stop-Motion-Studio für Animateure. Die schreiben mir, das weißt du ja auch, die suchen sich ja überall eine Ecke. Den muss man nicht unbedingt gleich in der Werkstatt hinstellen. Aber da ich ja auch Illustratorin bin, kenne ich eben auch dieses Bedürfnis. Und ich habe gerade die Inga Krause aus Bremen und die Sarah Richter aus Leipzig hier. Und die brauchten mal eine ganze Werkstatt für ihre Sachen. Die arbeiten sehr viel dreidimensional. Das ist sehr, sehr aufregend. Mhm. Hatte auch schon Musiker hier. Und ich bezahle immer die Anreise, die Unterkunft und meine Gäste ernähren sich nur selber. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, Sarah Richter aus Leipzig, ich komme auch aus Leipzig. Wenn sich jetzt irgendwelche Künstler bei dir oder Künstlerinnen bewerben wollen, sozusagen, dass sie an diesen, ja, ich sag mal, Kunstretreats teilnehmen können, wie funktioniert das denn? Ja, weißt du, das mache ich eben nicht, weil ich gedacht habe, wenn wir anfangen mit Bewerben, dann ertrinken meine Schwester und ich, die ja ganz toll meine Website macht, irgendwann in Bewerbungen, aber auch in frustrierten Verlierern. Und da, dieses Gefühl möchte ich eigentlich nicht verbreiten durch diese Stiftung. Also kommt man eigentlich zu mir meistens durch Zufall. Also ich höre von dir oder von einem Buchhändler oder von einer Freundin. Über irgendeinen jungen Künstler. Mir wird irgendwas gezeigt und ich sage, okay, ja, das ist doch gut. Und lade ein. Das hat sich bisher auf ganz wunderbare Weise bewährt. Was ab und zu passiert ist, dass es mal Wettbewerbe gibt, dass ich sage, ich tue mich mit meinem Verlag zusammen. Ich tue mich zum Beispiel, habe mich gerade mit einem kolumbianischen Festival zusammengetan. Und wir machen einen kleinen Wettbewerb, meistens zu Reckless oder zu einem anderen meiner Serien und wir gucken uns die Arbeiten an, ob das Musik ist, Illustration oder Text, das lege ich meist nicht fest und ich lade 10 Gewinner zu mir ein. Also das hat bisher auch sehr schön funktioniert und die Inga und die Sarah sind sogar durch so einen Wettbewerb zu mir gekommen. Die kommen immer erstmal eine Woche und wenn ich dann merke, die passen in den Indianerstamm, und ich sage jetzt Indianer, obwohl das rassistisch gilt, weil mein Freund, der Indianer ist in Amerika, mir gesagt hat, er sagt das auch. Also mein Indianerstamm, da muss man dann so reinpassen. Und wenn ich merke, das funktioniert ganz wunderbar, die mögen das auf diese doch sehr familiäre Weise hier zusammenzuarbeiten und zu leben, dann werden die auch 2 bis 3 Monate nochmal eingeladen. Und viele eigentlich jedes Jahr wieder.
Was das ich ist sehr ein super schön langer Prozess, finde. Und da kommen ab und zu dann immer wieder neue mal dazu. Aber es gibt inzwischen so einen festen Stamm von, ich würde mal sagen, 35 Künstlern, die ja, relativ wow. regelmäßig. Da sind dann ja bestimmt auch schon Freundschaften entstanden und Dinge, die weit übers Arbeiten hinausgehen, oder? Ja, sehr immer. Und auch untereinander, was ich sehr schön finde, weil die Illustratorinnen zum Beispiel, die alle aus Hamburg jetzt hergekommen sind, von der Hamburger Illustrationsschule, die kannten einander oft gar nicht. Mhm. Also die haben zwar ähnliche Kurse gemacht, aber kannten sich persönlich nicht. Und zu sehen, wie schnell die hier Freundinnen werden und dass das zum Beispiel auch jetzt während der Covid-Zeit ganz unglaublich gehalten hat, dieses Netzwerk. Also das war dann so, auch wenn es dann manchmal nur über die WhatsApp-Gruppe ging, hat es fantastisch funktioniert. Ja, das ist schon was sehr, sehr Schönes. Ja, ich finde gerade jetzt in der aktuellen Zeit ist es super schön, wenn man dadurch netzwerken kann und wenn du Leute zusammenbringst, also auf jeden Fall. Und war das denn schon mal so, weil ich meine, jetzt seid ihr dort alle am Ort inspiriert, hat das schon mal eine Geschichte für dich auch inspiriert, diese Leute? Also die Sarah und ich haben schon ein Buch zu Annette von Droste-Hülshoff zusammen jetzt veröffentlicht, zu der Dichterin, denn ich wurde gebeten, da die Kinderstation für einen Wanderweg zu schreiben, den die angelegt haben, von der Burg Hülshoff bis zu dem Haus, wo Annette später gelebt hat. Und ich habe darum gebeten, dass es Illustratorin die Sarah das macht. Und das war so ein wunderbarer Erfolg, dass die inzwischen ganz viele Sachen macht und jetzt hier gerade auch an einem aufregenden Projekt arbeitet. Und ich habe eigentlich als Ziel, dass ich eine Anthologie irgendwann mache von Kurzgeschichten, wo jeder meiner Illustratoren eine Geschichte illustriert, um auch mal zu zeigen, wie anders das Wort dann manchmal klingt, wenn die Bilder anders sind. Mhm, auf jeden Fall, es klingt total kreativ und auch ziemlich innovativ. Und du bist ja, also so wie ich dich kenne, sowieso jemand, der sehr gern auch mal so ein paar, ich sag mal, kreative Regeln, sofern es das denn überhaupt gibt, bricht. Und worauf ich aber gerne noch mal kurz zurückkommen würde, das hast du nämlich eben erzählt. Du hast erzählt, dass deine Charaktere irgendwie auch schon immer in Italien gelandet sind. Sei es jetzt die Tintenreihe oder der Herr der Diebe. Hat dich Italien schon früher begeistert oder kam das jetzt spontan vor 6 Wochen, als du umgezogen bist? Nein, also ich bin mehrmals in Venedig gewesen. Dadurch wurde auch der Herr der Diebe inspiriert und habe 3 Monate in einem Dorf in Ligurien gelebt, was mich sehr geprägt und beeindruckt hat. Wir haben uns damals entschieden, nicht in Italien zu bleiben, weil die Kinder hätten Italienisch lernen müssen für die Schulen und sind dann erstmal nach Deutschland zurückgegangen. Aber ich habe immer eine sehr enge Verbindung dazu gehabt. Mhm. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich hatte keine Ahnung, dass ich da mal lande. Das liebe ich immer besonders am Leben, wenn es einen überrascht und nicht unbedingt die Erwartungen erfüllt, die man daran hat. Das klingt total schön, da kann ich auch sehr, sehr gut anknüpfen, denn das Leben könnte auch euch alle hier Zuschauenden überraschen, denn wir machen ein Gewinnspiel mit euch. Und zwar hat Cornelia ja gerade ganz, ganz toll von der Toskana berichtet und von ja, diesem Künstler, sag mal, Domizil, was sie sich dort aufbaut. Und Tolino verlost eine 2-tägige Reise in die Toskana inklusive eines Besuchs bei Cornelia Funke. Ihr seid dann nicht dort bei ihr untergebracht, aber ihr könnt sie quasi besuchen und euch mit ihr unterhalten, so wie ich es jetzt gerade hier gerade tun kann. Und alles, was ihr tun müsst, ist, euch bei dem Newsletter anzumelden. Dann habt ihr die Chance, die Reise zu gewinnen. Ihr erfahrt auch als ja, die ersten Menschen sozusagen von den Story Days 2022. Und ihr kriegt Bescheid, wenn ihr alles, was ihr hier verpasst habt, dann auch online nachschauen könnt. Also es lohnt sich sozusagen doppelt und dreifach. Und seid am besten dann einfach schnell, dann verpasst ihr es nicht. Und das, was Cornelia gerade erzählt hat, klingt auch so wundervoll, dass es sich auf jeden Fall lohnt, teilzunehmen. Genau. Und nochmal zurück zu dir, Cornelia. Ich habe gerade eben schon mal dein Buch in die Kamera gehalten und eins meiner ersten Bücher von dir war Der Drachenreiter. Wie kam es denn, dass du jetzt nach all diesen Jahren zurückgekehrt bist zu der Geschichte oder hat die dich ohnehin nie losgelassen? Die hat mich nie losgelassen, aber ich hatte immer bei jeder Lesung mindestens ein Kind, das sagte, wann schreibst du denn mal eine Fortsetzung für Drachenreiter? Ich habe das auch mehrmals versucht und fand immer, das ist nicht wirklich eine neue Geschichte. Und ich weiß nicht, ob dir das genauso geht. Ich finde nichts unverzeihlicher als eine schlechte Fortsetzung. Weil die tötet einem auch immer das Buch, was man geliebt hat. Mhm. Nicht? Weil man das Gefühl hat, ach nein, das ist so weitergegangen. Naja, also dann war es vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte.
ich habe also es nie zu Ende geschrieben. Und dann habe ich ja, ich glaube, das ist jetzt auch schon 4 oder 5 Jahre her, die Feder eines Greifs veröffentlicht. Und zwar hatte ich in Los Angeles mit mehreren Künstlern an einer App für Drachenreiter gearbeitet. Das ging ganz furchtbar schief. Also wir haben das irgendwie überhaupt nicht so hingekriegt, wie wir wollten. Aber was dabei herauskam, war die Idee für die Feder eines Greifs. Und plötzlich war die Serie wieder am Leben. Und ich wusste immer, dass ich gerne noch ein drittes hätte schreiben wollte. Und das ist auch mein Liebeslied an Malibu, wo ich die letzten 5 Jahre gelebt habe. Dort spielt das Buch ja auch in Malibu. Und ich habe mich so ein bisschen reingelesen. Das Buch habe ich leider noch nicht gelesen. Es geht ja um eine Qualle, die Aurelia, deshalb heißt das Buch ja auch so. Und die, soweit ich weiß, kann Fabelwesen ins Leben rufen, richtig? Ja, also ich habe die Theorie, ich meine, beweisen kann ich es natürlich nicht, dass die alle 1000 Jahre Saat an die Küste bringt und dass diese Saat alle Fabelwesen dieser Welt gekommen sind. Mhm. Und wenn man die verstört, dass sie diese Saat an Land bringt, dann verschwinden all die, die sie jemals in diese Welt gekommen. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Du hast eben die Kinder angesprochen, die immer nach der Fortsetzung fragen. Ihr lieber Chat könnt natürlich entweder genau das Gleiche tun oder alle eure anderen Fragen an Cornelia stellen. Ich werde nämlich dann gleich die liebe Steffi noch mal kurz hierher bitten, die Fragen vorliest. Aber vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen was erzählen. Das heißt ja weiterhin Drachenreiter. Spielen Drachen eine Rolle? Ich habe aber auch gehört, dass Drachen für dich sowieso eine Rolle spielen, weil du auch sehr, sehr viele bei dir zu Hause hast, so eine Art Sammlung. Ja, die sind ja leider immer noch unterwegs und meine Kisten kommen jetzt erst im Januar an. Ja, das heißt, durch Covid sind die ganzen Containerschiffe so verlangsamt. Das, was ihr da im Hintergrund seht, davon ist nicht eine Sache eigentlich Möbelstück, was ich in Los Angeles hatte. Einiges haben die Vorbesitzer dieses Hauses Gott sei Dank hier gelassen. Einiges haben wir schon gemacht. Das meiste, was ihr da so im Hintergrund im Regal stehen seht, haben mir die Künstler, die mich besucht haben, mitgebracht oder als Geschenke. Das heißt, noch ist hier kein Drache gelandet, aber ich habe schon einige entdeckt. In Volterra sind die überall. Mhm. Und würdest du sagen, dass Drachen deine liebsten Fabelwesen sind oder wie kam deine Faszination von Drachen? Also ich kann das wirklich nicht erklären, aber ich nehme mal an, dass wir alle, ich glaube, dass es bei Drachen so ist, dass sie zum einen diese Macht und Kraft haben, dass sie für mich aber auch ein unglaublich Freude verbreitendes Wesen sind. Ich bin da eher auf der Seite der asiatischen Drachen. Wir in der westlichen Welt haben ja immer eine sehr seltsame Vorstellung von Drachen, was ich glaube, was so manchmal unser Verhältnis zur Natur spiegelt. Also man muss die erobern, nicht? Und vielleicht sogar noch umbringen. Ich wollte natürlich auch immer auf einen Drachen. Das ist auch immer noch das, wenn ich einen Wunsch im Leben frei hätte, ja, dann würde ich das immer noch machen. Das klingt total schön. Ich glaube, diesen Wunsch hatte jedes Kind, wenn es dann irgendwie dein Buch gelesen hat. Und um die Frage jetzt einfach schon mal prophylaktisch zu stellen, wird es dann mit Band 3 zu Ende sein oder könntest du dir noch einen vierten Band vorstellen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Du. Ich muss jetzt erst mal die Farbe der Rache weiterschreiben. Das ist das nächste Tintenbuch. Und dann muss ich Reckless zu Ende bringen. Das ist das fünfte. Und mal sehen, wo ich dann bin. Keine Ahnung. Ich würde es gerne, aber mal sehen. Das ist doch schon mal eine sehr, sehr positive Antwort, dass du gerne würdest, wenn die Motivation auf jeden Fall schon mal da ist. Magst du uns ein bisschen was zu dem Buch erzählen? Du liest ja nachher auch noch daraus und du hast jetzt schon ein bisschen was von den Fabelwesen erzählt, aber magst du noch ein paar mehr Infos geben? Also es spielt einige Zeit nach der Feder eines Greifs. Das sind die üblichen Helden Ben und Guinevere, die ja inzwischen schon fast, ja, durchaus schon Teenager sind. Dann fliegen Bein und ihr werdet zum ersten Mal noch einen anderen Homunculus treffen, nämlich Fliegenbeins Bruder Freddy, der nicht, wie er gedacht hatte, von Nesselbrand verspeist worden ist. Ihr werdet all die wilden Tiere treffen, die es an der kalifornischen Küste gibt. Ihr werdet von den Schumaschwärmen, den Ureinwohnern der kalifornischen Küste. Ich hoffe einfach, dass es so eine Art Abenteuer wird, wo ihr genau wie ich glücklich seid, dass ihr mal so ganz tief in den Ozean herabtauchen könnt und euch auch ganz oben in den Bergen und über den Pazifik befindet. Man merkt auf jeden Fall, dass da sehr, sehr viel von deiner Zeit in Malibu auch drin steckt und so von der Liebe zu der Natur. So klang es zumindest gerade für mich raus. Ich würde mal kurz zu meiner freundlichen Assistenz schauen. Gibt es schon Fragen im Chat, die du uns irgendwie vorlesen? Ja, nicht nur Fragen, davon einige. Also der
Chat brüllt, ist brüllend voll und es gibt unfassbar viele Drachenfans unter unseren Zuschauerinnen. Also das ist wirklich, das zieht sich wie ein Feuerspeier durch unsere Kommentare hindurch. Und deswegen gibt es dazu auch viele Fragen. Zum Beispiel nämlich, wie lange dauert es denn, so eins der Bücher zu schreiben? Haben die alle gleich lang gebraucht oder braucht es für den einen Teil länger als für den anderen? Und wie sieht es vielleicht speziell zum dritten Teil aus? Wie lange hat da die Entstehung gedauert? Also ich erinnere mich, dass ich die ersten Notizbücher dazu, ich arbeite ja immer erstmal in den Notizbüchern, schon 2000 gefüllt habe und 2018 so schon angefangen bin. Gleichzeitig arbeite, dauert, kann ich inzwischen gar nicht mehr so genau sagen, wie lange es dauert. Ich würde immer mal sagen, wenn man jetzt die reine Schreibzeit nehmen würde und dass ich nur an dem einen Buch arbeite, das bei Drachenreiter immer noch bei etwas mehr als einem Jahr liegt, einschließlich Recherche. Das war bei diesem aber aufgrund der ganzen Recherche, die ich für die Unterwasserwelt machen musste, länger. Ich brauche aber jetzt nur zum Vergleich, zum Beispiel für ein Reckless-Buch, 2,5 bis 3 Jahre. Weil es wesentlich mehr Recherche zu Ländern, zu Märchen und so weiter ist. Von daher ist Drachenreiter auch immer so ein bisschen Erholung für mich. Ja, es gibt natürlich noch eine andere Frage, speziell zu den Figuren und wie diese entwickelt werden. Gibt es da spezielle Techniken, die dazu führen, dass eine Figur so ist, wie sie am Ende ist? Oder gibt es da vielleicht auch in der Realität Vorbilder, die sich da wiederfinden? Also das ist wirklich von Figur zu Figur verschieden. Also zum einen würde ich sagen, und das könnt ihr bestimmt alle verstehen, die ihr selber schreibt, seid vorsichtig damit, sich damit Freunde oder Familie zu bilden. Nicht? Ihr wollt ja auch die bösen Dinge über eine Figur sagen, sonst wirkt sie ja nicht echt. Das heißt, ich bilde nicht jemanden jetzt einfach direkt als Figur ab, den ich kenne, außer jemand hat sich das gewünscht. Das kommt ab und zu auch vor. An sich ist es natürlich so, dass wir alle bei unseren Figuren von Menschen beeinflusst oder beeindruckt sind, die wir schon getroffen haben, oft ohne, dass wir das wissen oder dass wir das merken, während wir schreiben. Generell kann ich sagen, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich über Figuren schreibe, die es irgendwo gibt. Ich kann mir nie vorstellen, dass ich die erfinde. Auch wenn ich mir das vielleicht vom Kopf her sage, ja Cornelia, so wahrscheinlich hast du die Figur jetzt erfunden, dann glaube ich das nicht. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe irgendwas über die gehört, ich habe die irgendwo gefunden und ich beschreibe die. Und manche verstecken sich richtig lange vor mir und bleiben so in den Schatten. Staubfinger ist zum Beispiel so ein Kandidat, Will Reckless ist so ein Kandidat. Und andere sind sehr lautdrängelig oder ungeduldig. Jacob Reckless zum Beispiel ist ja ungeduldig und will mir nicht allzu viel Zeit geben, seine Geschichte zu erzählen. Und dann gibt es andere, die einem unglaublich ans Herz wachsen und die ganz von selbst sich einstellen, wo man sich überhaupt keine Mühe machen muss. Was ich inzwischen oft mache, ist, ich zeichne sie oft erst und bin dann sehr überrascht, wie sie aussehen. Die sehen dann manchmal ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Und manchmal denke ich dann, na gut, die Zeichnung ist nicht so gut. Oder aber ich denke, die Zeichnung verrät mir gerade etwas, was ich über diese Figur noch gar nicht wusste. Es gibt einige Figuren, die male ich sogar richtig groß in Öl, bevor ich über sie schreiben. Sehr schön. Ein weiteres Thema, was den Chat dominiert, ist die Wilde Hühner-Reihe. Und da ist die Frage, die allen unter Nägeln brennt, wie wird es denn da weitergehen? Also da ist es auf die Art ja weitergegangen, während Covid habe ich auf Twitter meine Leser gefragt, was kann ich denn jetzt tun, um euch so ein bisschen durch diese Zeit zu helfen? Und es gab zwei Antworten. Die eine war, wie geht's denn Maggie in der Tintenwelt? Und die andere war, wie geht's denn den Bären? Wie geht's denn Maggie? Daraufhin habe ich 15 Kapitel von der Farbe der Rache als Hörversion veröffentlicht, obwohl das Buch noch nicht fertig ist. Das heißt, ich habe im Grunde meinen Lesern einen Werkstattbericht erlaubt, also in meine Werkstatt zu gucken und mit Rainer Streckers wunderbarer Stimme das dann auch zu hören. Das andere waren die wilden Hühner und da habe ich mich mit meiner Freundin Gesa Engel zusammengetan und wir haben auf Zoom und dann später auch in Person ein Drehbuch geschrieben über die wilden Hühner mit 30.
Also da sind die alle 30 Jahre alt und wir waren eigentlich gar nicht so überrascht, was die alle treiben. Das Drehbuch ist fertig und er gefällt uns beiden sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der das auch auf die Art und Weise produziert, wie wir das gerne hätten. Ja, über dieses Skript wurden tatsächlich auch sehr viele Fragen gestellt. Also die Nachfrage ist da. Die Zuhörerinnen wollen auf jeden Fall diesen Film sehen, wenn es den dann irgendwann gibt. Also die Einnahmen über die Kinokassen sind auf jeden Fall schon mal gesichert, würde ich sagen. Und eine weitere Frage ist, wie denn die ganzen Namen zustande kommen. Also es gibt ja sehr fantasievolle Namen in deinen Büchern, Cornelia. Und was inspiriert dich denn dazu? Fliegt dir das manchmal einfach so zu? Oder gibt es da tatsächlich irgendwelche Methodiken, Kreativtechniken, wie du auf die speziellen Namen kommst? Also das ist schon, ich finde, die Namen sind sehr, sehr wichtig, gerade wenn man nicht zeichnet. Nicht? Also ich porträtiere ja inzwischen meine Charakter manchmal auch durch eine Illustration, aber eigentlich ist der Name ja das, was die Figur aufschließt und was einen Geschmack für diese Figur gibt. Das heißt, ich mache es so, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Tintenbücher, die spielen im 14. Jahrhundert, dann gucke ich mir Texte, Gemälde, Quellen aus diesem Jahrhundert an und gucke da, welche Namen ich finde. Bei den wilden Hühnern sollten es möglichst alltägliche Namen sein, weil es eben auch in einer alltäglichen Stadt und in Deutschland spielte. Das heißt, da habe ich oft ins Telefonbuch geguckt. Und dann ist es bei Reckless, das spielt im 19. Jahrhundert, da kommt es auch immer darauf an, in welchem Land bin ich gerade. Ich hatte also gerade japanische Charakter, italienische Charakter und gucke dann natürlich in dem Land, was ich da an Namen finde. Außerdem habe ich eine ganz wunderbare Sammlung von Namensbüchern, wo ich dann manchmal einfach blättere, bis ich so eine leichte Gänsehaut bekomme und dann weiß ich, dass das wahrscheinlich der richtige ist. Klingt total schön, vor allem klingt das fast schon so ein bisschen wie gerade mit der Illustration, als du meintest, manchmal weißt du einfach, es passt oder manchmal weißt du, die Illustration ist fast besser oder wird dem noch nicht so ganz gerecht. Und du hast ja auch als Illustratorin angefangen, habe ich erfahren, also so bevor du geschrieben hast. Kannst du sagen, dass du eine Sache mittlerweile lieber machst? Schreibst du lieber, illustrierst du lieber? Was kommt da zuerst und was machst du am liebsten? Also ich bin in der Hinsicht manchmal dann leider so ein Mensch der Extreme und gehe von einem zum anderen. Also erst war ich dann nur Illustrator und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, jemals zu schreiben. Und als ich dann schrieb, konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, das Illustrieren allzu wichtig zu nehmen. Dass das in eine Balance kam und ich eigentlich beide Künste gleich ernst nahm und auch gleich schätzte und liebte, das ist sehr, sehr spät passiert. Also ich würde fast sagen, da war ich schon um die 40 rum, dass ich plötzlich merkte, ach, das ist ja ein ganz wunderbares Duett, mit diesen beiden Künsten zu arbeiten. Und ich habe es jetzt gerade gemerkt, wenn man hier immer noch so mitten im Halbumzug und Einzug steckt und ich eben auch gerade ganz viele neue Illustratoren hier hatte, die alle 2 Jahre warten mussten, zu mir zu kommen wegen Covid, da setze ich mich natürlich nicht in eine Ecke und schreibe dann 5, 6 Stunden. Aber illustrieren, während man mit denen plaudert, oder so, das geht dann eben doch. Und da bin ich sehr froh, dass ich beides kann und dadurch auch auf sehr verschiedene Weise an Geschichten arbeiten kann. Ja, das klingt total spannend und vor allem total vielseitig. Und dann erzählst du, dass du noch gleichzeitig an so vielen Projekten arbeitest. Das ist super beeindruckend. Und du hast vorhin erwähnt, dass du mit einer Frau, die da war, eine Anthologie, du planst Anthologien, hast mit ihr was über, ich glaube, Droste Hülshoff war es, geschrieben. Ja. Du bist ja überwiegend jetzt aber für Kinderbücher bekannt. Kannst du dir aber vorstellen, generell auch mehr in ein anderes Genre zu gehen oder eine andere Zielgruppe? Das habe ich mit Reckless ja schon gemacht. Also ich glaube, das Alter von Lesern bei Reckless ist inzwischen so Mitte 40. Das heißt, es gibt und dann ganz viele zwischen 20 und 35. Mhm. Ich kenne einige Kinder, die es auch lesen, aber ich sage immer, bevor du 16 bist, solltest du nicht durch den Spiegel gehen. Du wirst dich auch einfach langweilen, weil es hauptsächlich um die Liebe geht und hauptsächlich ums Leben und ich glaube, Drachenreiter oder Tintenherz selbst ist dann wahrscheinlich einfach spannender, weil man mit 10 einfach über andere Themen nachdenkt, als man das mit 25 oder auch mit 45 tut. Mhm. Von daher ist das auch viel passiert, weil meine Tochter eben, als sie erwachsen wurde, auch immer sagte, ja Mama, jetzt schreib aber auch mal was für mich. Ich bin jetzt erwachsen. Nicht? Und da sie immer meine Bücher gelesen hat, ist es bei Anna zum Beispiel so, dass sie halt Reckless am liebsten hat.
und das auch immer noch als erste Lektorin liest, bevor ich dann mit meiner Lektorin vom Verlag da dran gehe. Ja, total schön. Und du hast jetzt gerade gemeint, dass deine Töchter dann, oder deine Tochter zumindest wollte, dass es älter wird. Aber dir scheint es ja nicht schwer, dich weiterhin so in Kindergeschichten einzudenken. Wie gehst du dabei vor? Ja, meine Kinder sagen immer, ich habe das innere Alter von 8. Also von daher, mein Sohn hat das innere Alter von 17 und meine Tochter von 33. Das heißt, also wir sind alle vollkommen durcheinander, was die Alter betrifft. Ich bin immer überrascht, dass nicht jeder das kann. Weil das, was für mich die Art, wie ein Kind die Welt sieht, auf die Art sehe ich es natürlich nicht, weil ich ganz andere Erfahrungen inzwischen gemacht habe. Aber was ich, glaube ich, mir erhalten habe, ist immer noch vollkommen erstaunt zu sein über den Schrecken und die Schönheit der Welt. Und auch über diesen Widerspruch. Und dass man das einfach nicht begreifen, sondern nur akzeptieren kann. Und ich glaube, dieses ständige Wundern und Staunen und die Neugier darauf, was man noch alles auf dieser Welt auch lernen und verstehen kann. Das kommt dann eben vielen, die das nicht haben, kindlich vor. Aber ich glaube, da geben wir dem Ganzen dann nur mehr nach, während wir uns oft, je älter wir werden, immer mehr zensieren und uns auch immer mehr verbieten. Ich sehe es immer wieder, wenn ich Lesungen habe. Ich sage, wenn ich zum Beispiel eine Lesung damit anfangen würde und zu sagen, okay, ihr seid jetzt alle so groß wie eine Fliege, ihr seid blau und ihr geht gerade eine Wand hoch. So, die Kinder hätten überhaupt kein Problem mit dieser Voraussetzung. Die Erwachsenen würden sofort denken, ja, warum sagt ihr denn jetzt blau? Warum sind wir denn jetzt klein? Ist das symbolisch gemeint? Und schon hat man sie erstmal verloren und muss lange arbeiten, bis man sie in dieser Geschichte hat. Das heißt, es ist immer noch ganz wunderbar, wenn man Kindern erzählt, wie ernsthaft und wie direkt sie akzeptieren, dass man jetzt zusammen in eine Geschichte geht. Während Erwachsene oft so viele Barrieren bauen und so viel Angst davor haben, die Gestalt zu ändern und sich als Gestaltwandler zu betätigen, was wir ja eigentlich tun, wenn wir Geschichten erzählen, dass das manchmal ganz lustig sein kann. Erwachsene in Lesungen stellen auch oft Fragen, von denen sie eigentlich die Antwort nicht hören wollen. Sie wollen nur klug klingen. Das tun Kinder auch sehr. Das kennt man, glaube ich, aus Vorlesungen, wenn sich Leute melden, eigentlich nur um einen Monolog zu halten und keine richtige Frage folgt. Ja. Genau das. Ja. Vielleicht, weil du gerade so meintest, Gestaltwandler und so reindenken, wir hören ja gleich noch deine Lesung und dürfen uns alle wieder ein bisschen wie ein Kind fühlen. Aber sollen wir noch eine Abschlussfrage aus dem Chat nehmen? Weil ich bin mir ziemlich sicher, da sind etliche noch, die Fragen stellen, oder? Es sind sehr viele Fragen, ja. Also das nimmt hier tatsächlich gar kein Ende. Das sind, glaube ich... Wenn ich das sagen darf, lasst uns so lange Fragen beantworten, wie es geht. Nicht? Also ich lese nachher auch gern noch, aber ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man auch gerade die Fragen beantwortet, weil das ja die eigentliche Gelegenheit ist. Zuhören könnt ihr mir auch. Genau. Ich glaube, vielleicht haben wir auch nach der Lesung noch mal kurz die Gelegenheit, ein paar Fragen zu stellen. Aber viele interessieren sich tatsächlich auch dafür, wie man überhaupt anfängt, eine Geschichte zu schreiben. Da haben, glaube ich, viele von unseren Zuschauerinnen Interesse dran, selber kreativ zu arbeiten in dem Bereich. Und gibt es da irgendwie einen Tipp, wie man es schafft, einfach loszulegen? Also das Erste ist, dass man sich, glaube ich, nicht erzählen darf, dass die erste Fassung gut wird. Die erste Fassung wird nie gut. Also da muss man sich schon mal mit abfinden. Das heißt, man muss erstmal eine Tür bauen. Und diese erste Tür kann total zusammengeschustert sein und ziemlich hässlich sein. Aber man muss sich die Tür bauen, um reinzukommen in das Labyrinth, in dem man sich dann nachher verlieren will. Man kann nachher dann noch zurückgehen und eine schönere Tür bauen. Oder eine, von der man dann weiß, die passt jetzt zu dem Haus. Das weiß man ja noch gar nicht. Man ist ja nicht drin gewesen. Also würde ich sagen, erstmal nicht zu anspruchsvoll, nicht schon ständig dreimal die erste Seite Korrektur lesen und immer wieder daran arbeiten. Ich mache das lieber so, dass ich erstmal schreibe. Ich mache es allerdings so, dass ich mir vorher etwas Reisegepäck mache, indem ich den Ort entscheide. Und den Ort dürft ihr schon mal gar nicht unterschätzen. Jede Geschichte wird definiert von dem Ort, an dem ihr sie spielen lasst. So wie auch unser Leben definiert wird von den Orten, an denen wir leben. Das unterschätzen wir meist ganz maßlos, weil wir nicht mehr mit der Erde arbeiten, weil wir uns nicht mehr im dunklen Wald verirren, weil wir oft in unseren Stadtwohnungen sitzen. Aber der Ort, an dem wir leben,
definiert uns als Menschen auf ganz gewaltige Weise. Und dasselbe gilt halt auch für die Geschichte. Also, stellt euch vor, ist es dunkel, ist es hell? Winter, Sommer? Seid ihr in einem südlichen oder einem nördlichen Land? Was für Blumen wachsen da? Was für Bäume? Wie riecht's? Was für Tiere? Ist da gerade ein Vogel an euch vorbeigeflogen? Und wenn ihr euch all das beantwortet habt, dann seid ihr wahrscheinlich schon an einem bestimmten Ort. Dann müsst ihr euch überlegen, zu welchem Ort wird euch zu welcher Geschichte wird euch dieser Ort führen. Also fangt erstmal an, den Weg runterzugehen. Denn irgendwann werdet ihr einen Weg sehen. Und ich glaube, genau so findet ihr alle Geschichten. Indem ihr euch so genau wie möglich in die Geschichte hineinversetzt. Wenn ihr sie abstrakt von außen betrachtet, wenn ihr ihr zu fern seid, wenn ihr sie konstruiert, wenn ihr im Grunde nicht die Macht gibt, euch an der Nase rumzuführen, zu belügen, in die falschen Wege zu führen, dann wird sie auch nicht lebendig. Dann wird sie was ganz nett Konstruiertes, vielleicht sogar was mäßig Gutes. Aber ich glaube nicht, dass sie was wirklich Verzauberndes wird. Und dafür müsst ihr euch der Geschichte überlassen. Dafür müsst ihr auch erlauben, dass ihr euch ganz furchtbar an der Nase rumführt. Und dass ihr nach der fünften Fassung immer noch alles umschreiben müsst, was mir permanent passiert. Viel, viel Geduld. Ich schreibe jede erste Fassung mit der Hand, damit ich noch ein bisschen spiele und mich daran erinnere, dass das noch nicht alles wie gedruckt aussieht. Da macht der Computer euch gern was vor. Das ist aber kein Muss. Wenn ihr euch mit einem Computer wohler fühlt, das einzig Traurige ist, dass ihr dann die ganzen ersten Fassungen nicht später in einem schönen Notizbuch auf euren Regalen stehen habt, was ziemlich fantastisch sein kann. Bilder reinkleben, Skizzen machen, wenn ihr es könnt, aber auch Fotos ausschneiden, Collagen machen, Gräser und Blumen rein. Macht dieses Notizbuch, in dem ihr die Ideen einfangt, so was so Schönes, dass ihr nicht die Finger davon lassen könnt. Und wenn ihr dann zu diesem Notizbuch zurückkehrt, das auch wirklich gerne tut. Erlaubt jeder Geschichte, von der ihr glaubt, dass sie substanziell eine gute Idee ist, ihr eigenes Notizbuch zu haben. Erlaubt euch, diese Investition zu machen. Das heißt, kauft euch für jede Idee, die halbwegs Substanz hat und die ihr nachverfolgen wollt, ein eigenes Notizbuch. Macht es schön. Macht es an. Klebt es voll. Und klebt Stoff drauf oder was immer. Packt es ins Regal. Und selbst wenn ihr 3 Jahre nicht an der Geschichte arbeitet, eines Tages fängt sie da oben an zu flüstern und dann geht ihr wieder rein. Ja, das ist einer meiner liebsten Tipps, da ich immer Notizbücher kaufe und jetzt endlich die offizielle Ausrede habe. Danke auf jeden Fall schon mal für das Beantworten der ganzen Fragen. Wir werden gleich auf jeden Fall noch mal welche aus dem Chat vorlesen. Ihr könnt also weiter Fragen stellen. Aber wir machen eine Mini-Pause, schmeißen uns in gemütliche Klamotten, die Julia uns eben empfohlen hat. Und falls ihr schon gemütlich angezogen seid, könnt ihr Cornelias Tipps ja vielleicht direkt befolgen, weil sie hat ja ganz schön dargestellt, dass ihr nicht an andere Orte gehen müsst, um euch Geschichten auszudenken. Ihr könnt jetzt sozusagen eine kleine Fantasiereise machen. Ja, und holt euch vielleicht noch einen Tee und dann sehen wir uns gleich wieder in etwas gemütlicher. Bis gleich. Hallo liebe Zuschauer der Tolino Story Days. Ich bin Maria, ich bin 27 Jahre alt und ich bin eine der Markenbotschafterinnen von Tolino. Ich hatte das große Glück, vor ein paar Monaten mit dabei sein zu dürfen bei einem tollen Projekt von Tolino. Habe viele neue Leute kennenlernen dürfen, bin sehr dankbar und froh über diese Begegnungen. Ich melde mich heute kurz per Videogruß. Was ich persönlich sehr schön finde an dem Tolino ist, dass er nicht zu groß, nicht zu klein ist und einfach perfekt auf der Hand liegt. Praktisch ist er allemal und was ich am schönsten finde, welche Funktion mich total anspricht, ist einfach der Charakter vom Tolino. Gerade dieses Psst, der Tolino schläft auf dem Display. Das ist einfach etwas, was den Tolino sehr sympathisch auf mich wirken lässt. Das war es auch schon von meiner Seite aus und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei den Tolino Story Days. Tschüss! Bonjour à toutes les lectrices et tous les lecteurs des Tolino Story Days. Je suis très heureuse de vous dire aujourd'hui quelques mots sur mon nouveau roman, Das Mädchen mit dem Drachen. Ce roman se passe en Inde et raconte l'histoire de Léna, une institutrice française qui, suite à un drame personnel, part s'exiler en Inde. Un jour, où elle est partie nager dans l'océan Indien, elle manque de se noyer et elle est sauvée par une petite fille qui jouait au cerf-volant sur la plage. Désireuse d'aider l'enfant à son tour, Léna découvre que cette petite fille ne sait ni lire ni écrire,
qu'elle n'a jamais été à l'école et elle va se lancer dans un projet fou, fonder une école pour cet enfant et pour tous les enfants du quartier qui sont privés d'instruction. Ce livre m'a été inspiré par la rencontre avec un lecteur de mon premier roman La Tresse, qui est lui-même parti en Inde pour fonder une école. Et j'ai également été inspirée par les rencontres que j'ai pu faire dans de nombreux villages que j'ai visités auprès de la communauté intouchable. J'ai passé du temps avec des femmes, des petites filles, des jeunes filles qui elles-mêmes n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école. Et j'ai voulu, par ce roman, rendre un hommage à l'éducation. Je suis moi-même fille d'enseignante et il était très important pour moi de faire d'une enseignante le personnage principal de ce livre pour raconter à tous nos enfants à quel point c'est une chance d'aller à l'école. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne lecture et je vous dis à bientôt.